ihr, dass wenn die Farmen abgeerntet werden, gleich neue gebaut werden? Und dann bekommen wir schon mal genug Essen. Es müsste relativ fix gehen. So, dann nehmen wir jetzt noch 2 Milizsoldaten, stellen wir vorne mit zu. Ich hätte gerne schon Bogenschützen, aber die kriege ich so schnell nicht. Und sobald wir die Möglichkeit haben, 500 Nahrungsmittel auch eingelagert sind, werden wir in die Feudalzeit voranschreiten. So, du kommst mit nach da vorne. Nahrungsmittel, das müssen mehr werden. Sie sammelt da oben noch die ganzen restlichen Bären, die hier sind schon mit dem Abfarmen beschäftigt. Wenn Sie 500 Nahrungseinheiten zusammen haben, dann können Sie sich in Ihr Dorfzentrum begeben und zur Feudalzeit voranschreiten. Legen Sie zusätzliche Felder an, falls Sie über zu wenig Nahrung verfügen. Ja, ich glaube, ich werde auch einen Holzfäller zum Nahrungsmittelproduzenten machen. Dann bauen wir hier vorne noch ein Feld. Beeil dich mal bitte. Dankeschön. So, du bist jetzt ein Bauer. Und das alles wird durch die Mühle betreut. Besser geht's kaum. So, Holz haben wir definitiv genug. Uns fehlen tatsächlich nur noch ein paar Nahrungseinheiten, um in die Feudalzeit voranzuschreiten. Das werden wir schaffen. Wir werden zur Not auch unsere Leute natürlich in das Gebäude, in das Dorfzentrum zurückschicken, um von dort aus die Bösewichte beschießen zu können. Eine Verbesserung der Landwirtschaft und des Holzfällens und sowas alles gibt es im Moment noch nicht. Das wird wahrscheinlich erst in der Feudalzeit freigeschaltet. Jetzt sind wir sozusagen noch in der Steinzeit. Im dunklen Zeitalter. Das ist das, was ich bei Age of Empires so sehr mochte. Das war noch nicht so industrialisiert und angelegt und so weiter und so fort. Es war wirklich von der Steinzeit bis, ja, ich glaube, in die Antike rein. Und dann später natürlich mit Bazooka-Autos, aber die lassen wir einfach mal beiseite. Auf in die Feudalzeit. Schauen wir mal, ob wir die Bösewichte besiegen können, wenn sie denn kommen. Wir haben 5 Axtkämpfer. Milizsoldaten, das müsste reichen. Die Engländer greifen wieder an. Um ihre Dorfbewohner zu schützen, können sie diese mit Hilfe der Dorfglocke in ihr Dorfzentrum einquartieren. Klicken Sie auf Ihr Dorfzentrum und klicken Sie dann auf Dorfglocke. Vergessen Sie nicht, die Landkarte weiter zu erkunden. Gut, Sie haben den englischen Angriff abgewehrt. Wenn sich in Ihrem Dorfzentrum Dorfbewohner befinden, dann lassen Sie die Dorfglocke noch einmal läuten und schicken Sie sie zurück an Ihre Arbeit. Haben wir getan. Alles gut. Alles ist wunderbar und die Feudalzeit ist fast durch. 60% haben wir schon geschafft. Ach, hat so ein bisschen was von Urban Empire. Gibt es erstmal Schokolade, wenn ich denn die Hand wieder rauskriegen würde? Im Moment können wir ihn nur warten. So, das nächste Zeitalter ist da. Jetzt, da Sie sich in der Feudalzeit befinden, sollten Sie in erster Linie einige Soldaten erschaffen, um den Feind bekämpfen zu können. Sie brauchen mindestens 12 davon. Denken Sie daran, Sie können in der Kaserne Ihre Milizsoldaten zu Schwertkämpfern weiterentwickeln. Sie sollten Soldaten immer weiterentwickeln, wenn Sie es sich leisten können. Ja, das habe ich gleich getan. Außerdem können wir eine Schmiede bauen, womit wir dann dafür sorgen können, dass unsere Leute stärker werden oder mehr aushalten, weil sie bessere Sachen tragen. Das ist gut, das nehme ich mit rein. Hast du nichts zu tun? Dann baust du jetzt für mich weiter und zwar keinen Marktplatz, sondern eine Schießanlage für Bogenschützen. So, die Schwertkämpfer haben wir bereits weiterentwickelt. Jetzt könnten wir noch Fährtenlesen mit reinnehmen. Würde +2 in der Sichtweite für unsere Leute geben. 75 Nahrung kostet das Ganze. Nahrung bekommen wir ja so langsam ran, das ist alles kein Problem. Holz haben wir auch genug. Und mit der Nahrung 150 können wir die Schmiedekunst entwickeln. +1 Angriffsstärke für Infanterie und Kavallerie. Her damit!
Da ist die Bogenschützenanlage. Bogenschützen können erschaffen werden, genauso wie Plänkler. Plänkler scheinen irgendwie Speerwerfer zu sein. Das heißt, ich nehme jetzt erstmal ein paar Bogenschützen mit rein. Wir haben bald kein Gold mehr, verdammt. Ich sollte mal nach Gold Ausschau halten. Vielleicht ist hier ja irgendwo Gold in der Nähe. Das heißt, du läufst jetzt einfach mal nach oben. Da war doch noch eine Püppi, ne? Ja, da. Ihr geht mal beide nach oben. Eventuell finden wir dort etwas Wichtiges. Schmiedekunst fertiggestellt. Das nächste, Befiederung. Kostet 50 Gold und 100 Nahrung. Bogenschützen, berittene Bogenschützen. Sie sind auf ein paar Schafe gestoßen. Schafe sind eine gute Nahrungsquelle. Schicken Sie also die Schafe zurück in Ihr Dorfzentrum und weisen Sie einen Dorfbewohner an, sie zu Nahrung zu verarbeiten. Okay, alle kriegen Angriffsstärke plus 1. Her damit, alle, die schießen können. Gucken uns weiter um. Wir haben auch Stein gefunden, aber bisher noch kein Gold. Schafe, die können zurück ins Dorfzentrum, das ist in Ordnung, die behalten wir bei uns. Brauchen wir eigentlich nicht, aber ist egal. Da sind die Püppi jetzt schon wieder hin, da. Gut, die beiden Bogenschützen haben wir soweit. Als nächstes gibt es noch die Verteidigung. Plus 1 dort oder für Infanterie oder für Kavallerie. Das ist jetzt die Frage, was nehmen wir mit rein? Jedes kostet im Prinzip nur Nahrung, finde ich gut. Brauche ich wenigstens das Gold, das ich habe, nicht aufwenden. Das brauche ich nämlich für unsere Leute, damit ich die überhaupt rekrutieren kann. Jetzt ebenfalls noch Stein. Stein brauche ich nicht. Ich brauche Gold. Jede Menge Kohle, jede Menge Asche. Ohne Gold ist das Leben doch nicht lebenswert. Oh, da sehe ich Gold. Gut, ihr kommt jetzt runter. Ihr werdet jetzt meine Goldgräber sein. Das heißt, wir bauen hier ein Bergarbeiterlager hin. Und wieder wurde ein bisschen was erforscht. Ach, können wir in der Mühle auch irgendwas machen? Rustgeschirr entwickeln. Felder produzieren 75 mehr Nahrung, sodass sie länger bestehen, bevor sie erneuern müssen. Das hört sich gut an, das nehme ich auf jeden Fall mit rein. Auch wenn es vielleicht ein bisschen Nahrung gekostet hat, gar nicht schlimm. Oh, da ist noch mehr Gold. Gold ist toll. Die Musik ist sehr, sehr gespannt. Genauso wie ich. Schubkarre ist auch toll. 175 Nahrung, 50 Holz. Dorfbewohner arbeiten wirkungsvoller, indem sie 10% schneller laufen und 25% mehr Rohstoffe tragen können. Das hört sich gut an. Nehmen wir mit rein. So, dann kommt jetzt auch gleich die Entwicklung des Schuppenpanzers für Pferde. Dann sind die auch nochmal stärker in der Verteidigung. Ihr seid jetzt dabei, das Gold abzuernten. Super. Wir könnten hier sogar entwickeln, dass der Goldabbau schneller geht. 15% schneller. Und hier auch das Holzfällen. Um 20% schneller. Nicht genug Nahrung. Ja, ich sollte mich um weitere Nahrung kümmern. Erstmal sagen, dass die restlichen Farmen wieder aufgebaut werden sollen, wenn sie fertig sind. Ich brauche viel mehr Nahrung. Ich werde jetzt noch einen Holzfäller abziehen. Werde nochmal eine weitere Farm bauen. Die hier oben hat aufgehört. Ist jetzt am Gold hacken. Wir bauen jetzt noch die gefütterte Bogenschützenrüstung aus für 100 Nahrung. Er hier segelt durch die Gegend und sucht weitere Fische. Okay, also es läuft. Es läuft sehr gut. Ich kann mich im Moment nicht beschweren. 100 Nahrung, 50 Holz. Damit kriegen wir jetzt 20% schneller das Holz. 100 Nahrung, 75 Holz und wir kämen dann schneller an Gold ran. Aber Gold brauche ich jetzt gar nicht mehr so dringend, das ist schon in Ordnung, was wir haben. Wir könnten jetzt im Prinzip Speerkämpfer fertig machen. Schwertkämpfer, das sind die, die wir jetzt erschaffen haben. Durch die Feudalzeit haben wir es erforscht. Eine Sache fehlt uns aber noch, fällt mir gerade siedend heiß ein. Bring mal das Zeug weg und bau mal bitte berittene Leute. Einen Stall, wo wir berittene Leute rekrutieren können. Wir haben noch Platz für 6 weitere Leute in unserer Armee. Immerhin 30 Leute können bei uns sein, dadurch, dass wir diese 5 Gebäude und das Dorfzentrum haben. Wir kommen nach und nach auch immer mehr an Nahrung ran. Alles ist gut. Theoretisch würde ich jetzt noch ganz viele weitere Leute, Dorfbewohner, erschaffen. Aber das ist eben der Unterschied zwischen Theorie und Praxis.
So, der Stall ist da. Du baust jetzt bitte noch ein weiteres Haus. Viel Spaß. Du sammelst weiter Gold. Und ich guck mal, berittener Speer. 80 Nahrung. Ist das Einzige, was wir hier kriegen können. Und die Speer sind nicht besonders stark. Also nehme ich noch weitere Bogenschützen. 2 Plänkler. Gerne auch noch ein paar Speerkämpfer. Ja, komm, dann nimm noch einen berittenen Speer. Sicher ist sicher. Auf jeden Fall sehen wir jetzt auch mit den Leuten viel, viel mehr als vorher. Und hiermit, mit der Stadtwache, sind unsere Gebäude auch mit einem größeren Radius ausgestattet, sodass sie mehr sehen können. Ihr seht ja selber diese Gebäude hier. Sehen im Prinzip fast gar nichts. Alles, was jetzt im grauen Bereich liegt, können wir normalerweise nicht sehen. Tiere jedoch schon. Sie haben jetzt genug Streitkräfte, um den englischen Stützpunkt angreifen zu können. Juhu. Attacke! Lassen Sie Ihre Dorfbewohner weiter arbeiten. Nur für den Fall, dass sie Verluste erleiden und mehr Streitkräfte erschaffen müssen. Okay. Damit habe ich schon gerechnet. Wir warten jetzt noch, bis die Plänkler fertig sind und dann laufen wir los. Es ist im Prinzip nicht schwer. Die Einführungskampagne, dieses Tutorial, ist schon so gemacht, dass man es auf jeden Fall schafft. Er gibt ja schon die richtigen Tipps. Mindestens 12 Leute haben, dann ist alles gut. Ja, eigentlich schafft man es vielleicht sogar mit 4 oder 5. Aber sicher ist sicher. Wir nehmen einfach alle mit. So, dann gehen wir jetzt gleich auf die Jagd nach den Bösewichten. Und dann ist auch diese Mission schon geschafft. Wir haben alles ausgebaut, was es so zum Ausbauen gab. Bis auf den Goldabbau, den nehmen wir noch mit rein. Einfach nur, weil wir es können. Noch ein paar Verletzte dabei. Jetzt müssen wir nach den Bösewichten suchen. Der einzige Zugang zu ihrem Dorf wird durch den Hügel mit dem abgestorbenen Baum geschützt. Es wäre vernünftig, dort einen Wachturm zu errichten, wenn sie erst einmal zur Feudalzeit vorangeschritten sind. Okay, da kommst du aber sehr früh mit. Wir werden eh gleich gewonnen haben, von daher werde ich das jetzt nicht noch großartig machen, auch wenn er natürlich einen netten Tipp gegeben hat. Wachtürme sind im Moment nicht in meinem Aufgabenbereich. Außenposten. Sie wissen, was zu tun ist. Reißen Sie ihn nieder. Geschafft. So schnell kann's gehen. Und wir sollen den bösen Wachturm kaputt machen. Da kommen wir natürlich nicht so schnell ran. Nähe des englischen Stützpunktes. Reißen Sie deren Befestigungen aber erst dann nieder, wenn Ihr Heer etwa 12 Mann stark ist. Vergessen Sie nicht, die Landkarte weiter zu erkunden. Ich komm gar nicht raus. Ist das fies. Guck mal, die ganzen Fernkämpfer haben wir alle schon getötet. Das ist perfekt, dann kommen wir nämlich gleich rein und dann ist da drin bestimmt der letzte Turm. Der Turm der Bösen. Los, schießt sie ab! So, haben wir sie wenigstens alle gleich rangeholt, keiner kommt an uns. Gleich sind sie alle tot. Plänkler geht auch noch weiter hinten, damit er besser schießen kann. So, einer ist nur noch. Schön ist, dass die hier in diesem Szenario keine neuen Leute rekrutieren dürfen. Oder können. Vielleicht haben sie keine Nahrung, vielleicht haben sie keine Dorfbewohner, die für sie Nahrung sammeln. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass hier ein böser Turm ist, den wir vernichten müssen. Entree, everybody. Es geht rein. Und dann machen wir den bösen Turm kaputt. Da ist er. Saubere Arbeit. Sie haben die englischen Soldaten ausgeschaltet. Zerstören Sie jetzt den Turm und Ihr Sieg ist komplett. Ja, hoffentlich schaffen wir das noch, bis er stirbt. Bevor er stirbt. Nein, schaffen wir nicht. Okay, einer tot, ist nicht schlimm. Wir haben noch genug Leute übrig. Und der Turm wird vorher fallen, bevor der zweite kaputt geht. Oder auch nicht. Sehr gut. Sie haben das englische Lager zerstört. Jetzt ist wohl klar, dass die Schlacht bei Stirling mit einem Sieg für die Schotten enden wird.
Jetzt wissen sie, wie sie das Land bebauen, innerhalb der Zeitalter voranschreiten und ihre Feinde ausmachen und bekämpfen können. Sie haben also die notwendigen Grundlagen, um ein Zufallskartenspiel zu versuchen, dem geläufigsten Spieltyp in Age of Empires 2. Danke für den Hinweis. Sie haben gewonnen. Damit sehen wir jetzt noch einmal die Karte. Ja, sieht gut aus. Da ist auch wieder ein Bösewicht. Manchmal habe ich das Gefühl, die verstecken mit Absicht irgendwo jemanden, damit sie noch in Ruhe zu Ende reden können. Denn wenn man den anderen vernichtet hätte, wäre es ja im Prinzip vorbei. Und ja, das wird wahrscheinlich der Grund sein. Wir haben gewonnen. Und darauf kommt es an. Ja, ich bin sicher. Die Schlacht bei Stirling war unser erster großer Sieg. Gerade als wir unsere Position an der Küste gefestigt hatten, erreichte uns die Nachricht, dass die Stirlingbrücke verteidigt worden war, und zwar von einem schottischen Heer, angeführt von dem mysteriösen und sagenumwobenen Ritter. Jetzt kennen wir auch seinen Namen. Sir William Wallace, der Bezwinger der Engländer. Eduard I. nennt Wallace einen Verräter und Verbrecher. Sir William entgegnet, dass er kein Verräter sein kann, weil er nie einem englischen König den Lehnseid geleistet hat. Mit William Wallace als Anführer kämpfen die Männer nun mit neuer Energie. Vielleicht ist unsere Pechsträhne damit beendet. Die Pechsträhne, genau. Wir haben es geschafft. Wir haben die nächste Mission erfolgreich gelöst. Jetzt kommt noch ein Bündnis eingehen und zu guter Letzt die Schlacht von Falkirk. Oder Falkirk. Hier ein Bündnis eingehen ist ein bisschen komplizierter. Wir werden jetzt sehen, wie es ist, jemanden anderes als Verbündeten zu haben. Und gewisse Artefakte zu sammeln mit unseren Priestern, die jetzt auch kommen, dadurch, dass wir in eine neue Zeit geraten. Das Ganze aber erst im nächsten Part. Vielen lieben Dank und bis gleich.